Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg zockt. Ja, was haben wir denn hier? Das kennen wir noch gar nicht, ja? Erkennt ihr die Stelle? Hier sieht man es auch noch ein bisschen. Hier war mal die Raststätte. Weil das Spiel eben die ganze Zeit abgestürzt ist, dachte ich mal, ja, ich nehme die mal raus, weil es war immer ungefähr hier. Immer in dieser Gegend irgendwie, wenn wir hier hingekommen sind, schlurz war das Spiel weg. Wir werden es jetzt rausfinden, wenn das Spiel nicht mehr abstürzt, lag es tatsächlich daran. Ich möchte da aber den Modder, den Huge Dragon, schwer in Schutz nehmen, weil der hat ja tatsächlich das Ganze nochmal überarbeitet, was bei mir nicht funktioniert hat, das Ganze. Hab mir eine separate Datei geschickt, mit irgendwelchen neuen Straßenanschlüssen und dann lief's. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass irgendwie diese Straßenanschlüsse, ich weiß es auch nicht. Irgendwas war jedenfalls nicht in Ordnung und ich hoffe, wir haben das jetzt behoben. Ja, und sonst, ja, müssen wir halt gucken, was wir machen. Ihr seht schon, ich kreise hier. In der vagen Hoffnung, dass nichts abstürzt. Ja, es scheint aber jetzt tatsächlich halbwegs zu funktionieren. Aber vielleicht sind wir in 10 Minuten schlauer und das Ding kachelt wieder ab. Wir werden sehen. So, jetzt düsen wir mal nach. Wo haben wir es denn? Oberböser. Und zwar, sag mal, wo ist denn Oberböser? Das ist irgendwo ganz anders. Hier hinten wahrscheinlich. Na, ja, da wo der Schnee ist. Hier haben wir unser verschlafenes Städtchen. Denn es hieß, Heisi, du kannst die Staffel noch nicht beenden. Einerseits fehlt der Railjet, andererseits der Metronom. Und was auch noch fehlt, richtig, die Hippie-Busse. Und ich würde sagen, jetzt machen wir mal eine Strecke. Eigentlich haben wir die schon. Im Prinzip möchte ich natürlich einfach mit dem Bus jetzt hier hoch. Ich muss mal schnell gucken. Ja, wobei, ich glaube, so richtig verbunden ist das noch nicht. Ah doch, 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 hier ist die Straße. Also, dann machen wir das. Los, Kollege Hippie-Bus. Und danach machen wir eine neue Regio-Strecke. Ganz klar. Mal gucken, wo wir die machen. Wo starten wir denn? Huch, haben wir hier viele Brötchen? Hier haben wir viele Brötchen. Gut, das machen wir auch gleich noch. Weil wir halt gerade dran sind. Fahrzeuge verwalten. Das ist einmal relativ schnell gemacht. Ja, machen wir mal das Doppelte. Dann kriegen wir hier die Sachen auch gewuppt. Ist hier der nicht sowieso? Ne, 25. Ich dachte gerade, der hätte eh eine Kapazität ohne Ende. Hat er aber nicht. Klon. Dankeschön. Da haben wir schon wieder ein paar Fahrzeuge mehr. Ich weiß, es ist auch bei den Bahnhöfen etc. so. Wir gucken mal hier. Ja, aber da würde ich nicht weitere Züge raufsetzen. Da müssen wir damit leben, dass hier viele Leute sind. Sonst verstopfen wir uns tatsächlich die Gleise. Und wenn das Spiel jetzt nicht abstürzt, habe ich eigentlich schon vor, dass wir nochmal, ja, sagen wir mal 100 Folgen machen und das Ding hier wirklich zum Laufen bringen. Damit wir eben den Effekt haben, dass wirklich jede Stadt dann so einen Zug bekommt. Gut, aber jetzt Kollege Hippie-Bus. So, da bin ich wieder. Ja, Halleluja. An der Raststätte liegt es dann wohl nicht, weil das war jetzt ganz woanders. Also ganz woanders nicht, aber da ist irgendwas anderes. Ja gut, ich habe jetzt mal die Gegend komplett gewechselt, weil das bringt ja nichts da hinten. Aber auf Dauer ist das natürlich schwierig. Gut, jetzt schauen wir mal. Wir sind in Birkenstöcke. Ich dachte, mein Gott, der Hippie-Bus. Ja, wo passt der am besten hin? Ja, also wenn, wenn dann nach Birkenstöcke. Wer trägt denn schon Birkenstock? So, ich wollte aber noch schnell gucken. Ja, hier haben wir tatsächlich auch viele Leute. Na gut, wir lassen das mal. Ich habe aber schon eine Idee, falls wir jetzt eine neue Staffel machen. Und zwar, das kann ich ja vielleicht sogar kurz sagen, im Prinzip nochmal das Gleiche. Also einfach, was ich halt möchte, ist Rollmaterial. Ich möchte, dass ganz viele Züge in Bahnhöfe reinfahren und so weiter. Und nicht mal unbedingt, dass wir jetzt 10.000 Mods haben. Ich werde ein bisschen mit weniger Mods arbeiten. Dafür können wir ein bisschen schneller machen, was es, was die Sache angeht, dass wir eben die Bahnhöfe voll kriegen. Also das wäre meine Idee für eine nächste Staffel. Weil, guck mal hier, das ist aber schön. Also das ist, ja, ist halt ein Zug. Ich finde den halt auch ganz einfach schön. Da kommt noch ein IC. Gut, aber jetzt mal schnell gucken. Wir wollten Hippie-Busse machen. Von Birkenstöcke aus. Jetzt haben wir hier nichts. Und in die andere Richtung kommen wir wieder in gefährliche Zonen. Ja, nach Linda zum Beispiel. Wir haben hier, guck mal, wir haben hier doch sowieso die Straße. Für die LKWs, die hier arbeiten. Das könnte man nutzen. Und dann fehlt hier eine Brücke. Und wir könnten wieder in die Straße rein und kämen in die Stadt drauf. Das werden wir mal angehen. Weil ich glaube, hier hinten haben wir Ruhe halbwegs. Sollen wir hier noch mit der Straße irgendwie auch noch unten durch? Das wäre, ja, irgendwie wäre es noch reizvoll. Aber nee, wir machen hier eine Brücke hin. Eine ganz normale. Eine Straßenbrücke. Und ich muss sagen, jetzt wo ich mir das so überlegt habe, ist es sogar so, dass ich mich auf eine neue Staffel auch freuen würde. Ganz einfach, weil, ja, da hat man natürlich wieder viel, viel zu tun. Ganz klar. Und dann eben ein bisschen weniger Mods und dafür mehr Züge. Das wäre halt tatsächlich meine Idee. Nehmen wir hier doch mal. Was nehmen wir denn? Ne, zu stelzig. Ja, gefällt mir. Zack, einmal so.
Dann die Kurve müsste ich wieder einstellen. Und dann irgendwie hier rein. Ja, das klappt ja auch schon. Soll ich das noch aufschütten? Gefällt mir besser. Okay, und hier haben wir gesagt, einfach darauf oder hier in die Richtung. Dass wir hier so reingehen. Das klappt auch schon hervorragend. Und auch das würde ich nochmal kurz aufschütten. Und dann haben wir das eigentlich schon. Da können wir bereits die Städte verbinden. Ja, sicher nicht uncool. Wenn hier noch ein Hippie-Bus fährt, mitten durch die Arbeitsdinger durch. Nicht so schlecht. Gut, wir brauchen einen Bahnhof, aber nicht einen Güterbahnhof. Beziehungsweise eine Bushaltestelle. Das wäre definitiv die, würde ich sagen. Von Linda Nord geht's hier rauf zum Bahnhof. Und das wäre dann hier. Und das wäre dann die Daniel-Gedenkstrecke. Nein. Die Hippie-Bus-Strecke. Aber der gute Daniel, ja, eben. Das ist eigentlich seine Idee. Hippie-Bus? Ja, das reicht eigentlich. Ja, nee, wir können ja noch Birkenstöcke dazu schreiben. Birkenstöcke. Zack, passt. Gut, wir brauchen den Hippie-Bus. Ich würde sagen, wir fahren von hier hinten los. Und da werden wir natürlich auch einsteigen. Das ist klar. Ein Depot. Come on, ihr habt hier ein Depot. Mit Sicherheit, da ist ein Zugdepot. Ich gucke. Doch, hier. Schau mal einer an. Da haben wir es doch schon. Funktionieren diese Busse? Naja gut, ich weiß jetzt mittlerweile, was ich machen muss, wenn es abserbelt. Ich glaube nicht, dass ich unter Hippie-Busse die Busse finde. Da muss ich kurz gucken. Das sind die Emergency-Fahrzeuge. Also irgendwo hatten wir die, mit Sicherheit. Nein. Hier auch nicht. Hier waren sie, glaube ich. Heißen die Hippie-Busse oder habe ich die einfach Hippie-Busse genannt? Nicht, dass ich jetzt die falschen nehme. Da haben wir Garfield. Hochzeitsbus. Und hier noch sowas. Oder waren das andere Busse? Um Gottes Willen. Jetzt macht er eine Hippie-Bus-Strecke und weiß nicht mehr, welches die Hippie-Busse sind. Die hier? War schon ein bisschen. Oder gibt es die sogar... Ein Besichtigungsbus. Gibt es die sogar unter dem Begriff Hippie-Bus? Kann das sein? Weil das ist nun doch auch schon wieder ein Momentchen her. Das ist die Winterolympiade. Young Man? Okay, das ist Young Man, aber... also wo hat das mit Hippie zu tun? Oder mit Hippies? Haben wir sonst noch was? Nee, es müsste schon irgendwie hier sein. Um Gottes Willen, echt. Jetzt möchte ich eine Hippie-Bus-Strecke machen. Und weiß nicht, welches die Hippie-Busse sind. Sowas passiert aber echt auch nur mir. Gibt's ja echt nicht. Jetzt, wo das Spiel mal nicht abkachelt, habe ich einfach die Sorge, beziehungsweise das Problem, dass ich die Busse nicht finde. Ich werde die nicht finden, wenn ich hier, versuch's mal. Hippie? Nee, doch, hier. Mercedes. Aha, bist du ein Hippie-Bus? Das ist doch kein Hippie-Bus. Ach, hier, Bus Hippie. Guck mal einer an. Ja? Kann ich den haben? Wir kaufen den mal. Wir kaufen mal. Machen wir mal 8 Stück. Das soll hier ja auch ein bisschen ein paar Fahrzeuge drauf haben. Hippie-Bus Birkenstöcke. Dann gucken wir uns den natürlich an. Ich hoffe, das ist der richtige. Ansonsten, ich meine, es ist ein Hippie-Bus. Ja, doch. Naja, also ob es der richtige ist, den ich ursprünglich meinte, weiß ich nicht. Aber hier mit den Blümchen und so. Das ist nun aber definitiv ein Hippie-Bus. Ja, und schön wäre es, wenn es noch eine Anzeige hätte von wegen Birkenstöcke. Hallöchen. Ah, sehr schön. Eine Dampflokomotive. Ja, herrlich. Müsste eine der frühen Linien gewesen sein, würde ich mal sagen. Linda war, glaube ich, eher eine der ersten Städte. Gut, sollen wir mal einsteigen? Ich würde sagen, wir steigen bei denen ein, weil die fahren jetzt schon mal nach da hinten. Weil hier durch die Stadt durch müssen wir eigentlich nicht. Ja, okay. Es ist... es ist ein Hippie-Bus. Definitiv. Da sitzt man dann so hier drin, zählt die Blümchen... Streift sich durchs wohlgelockte Haar und denkt sich, ach, wie schön ist es doch. Ja, hat doch was. Vor allem, wenn da nebenan gleich nochmal die Dampflok unterwegs ist, hat das natürlich noch mehr. Falls sich jetzt jemand fragt, wann starten wir denn mit dieser neuen Staffel, das kann ich nicht sagen. Vielleicht machen wir noch mal ein paar Folgen hier. Weil wenn wir hier in der Gegend sind und das läuft, dann bewegen wir uns halt einfach primär noch auf der Seite. Wir sehen trotzdem viele Züge, wir sehen trotzdem, was wir noch machen können. Ja, und wenn es hier halt auch abstürzt... Ja, dann ist dann irgendwann natürlich klar, was wir machen. Oh, guck mal, der hat sogar noch ein relativ schönes Dingens, Cockpit. Ja, und jetzt sind wir hier auf der, das ist eigentlich nicht der Autobahn, obwohl das hat eine Leitplanke, aber ich glaube, man kann nicht 120 fahren hier, oder doch? Aber jetzt sind wir natürlich hier, wo, ja, die Stahlproduktion durchfährt, und zwar rechts mit dem Zug und links mit den LKWs. Sind wir hier schon mal lang gefahren? Also so wie wir es gerade machen, glaube ich nicht. Hui, hier wilde Spur gewechselt.
Aber den LKW, da kriegen wir noch. Wir sind zwar ein Hippie-Bus, aber wir fahren trotzdem schnell. Cool, das Teil. Ja eben, und ich finde eben Birkenstöcke, also das schreit ja geradezu nach sowas in der Richtung. Ich weiß gar nicht, ob wir die beiden Städte verbunden haben mit Zügen. Das ist natürlich auch noch etwas, was man machen könnte. Oh, da kommt doch der schöne Zug. Das ist doch ein Krokodil. Ja, ja, man sieht's. Ja, jetzt habe ich im Prinzip zu spät geguckt. Das wäre natürlich tatsächlich auch noch mal kurz ein Blick wert gewesen, definitiv. So, so passt wieder. Ja, hier ist ja kein Problem. Ich weiß ja nicht, was da hinten ist eben. Also da können wir jetzt auch philosophieren. Warum das da hinten abstürzt. Da ist irgendeine Mod drin, die sich mit irgendeiner anderen nicht verträgt. Und bei 800 Mods, Halleluja, find das mal raus. Das ist halt wirklich fast nicht machbar, leider. Aber hier haben wir Ruhe, ist interessant. Weil es wäre natürlich schon nicht so verkehrt, wenn ich wüsste, woran es liegt. Weil dann würde ich die Mod nicht mehr nutzen. Aha, wir düsen nochmal einmal rüber. So, hier wird die Straße enger, weil hier kommen wir aus dem Industriebereich raus. Hier geht es in Richtung Überland. Eine scharfe Kurve? Ne, doch nicht. Das macht nur der LKW. Wir fahren hier nochmal geradeaus. Und dann wird die Straße dann aber, glaube ich, tatsächlich nochmal breiter nachher. Das ist eine schöne Strecke. Also ich meine, der Großteil ist grün. Man kann tatsächlich ein bisschen mit Tempo fahren. Man sieht gleich noch ein bisschen Wasser, wenn man von der Brücke runter guckt. Das hat doch was. Da hinten sehen wir schon wieder die Züge. Jawohl, genau um die geht es mir eben. Also nicht nur, natürlich auch LKWs und so weiter, Busse. Aber ja, ich möchte halt wirklich jetzt mal so weit kommen, dass ich einen Bahnhof angucke und dann einfach nur sage, wow. Einfach weil da so viele Züge rein und raus fahren, weil es so cool ist. Ich habe das im Hinterkopf, eine frühe Staffeltransport Fieber 1, Heisenberg City. Das war wirklich absolut genial. Da ist irgendwie so eine Kurve gewesen vom Bahnhof und da kam ein Zug nach dem anderen. Also das hat sensationell ausgesehen, finde ich. Und das möchte ich hier definitiv auch mal haben. Und das hätten wir hier auch erreicht, ohne Probleme. Aber nicht, wenn natürlich bei gewissen Bahnhöfen dann irgendwo der Wurm drin ist. Weil ich habe schon das Gefühl, es liegt am Bahnhof. Vorher, wo es abgestürzt ist, waren wir an dem Bahnhof. Schön, hier sind auch wieder LKWs unterwegs, so wie sich das gehört. Dann sind wir nicht alleine auf der Straße. Jo, okay, dafür können wir dann auch nicht schnell fahren. Das ist natürlich dann die andere Seite. Aber sieht doch cool aus hier. Das ist halt, diese Industrien sehen natürlich einfach auch wirklich alle gut aus. Das liegt dann nicht am Bauen, sondern das liegt definitiv daran, dass da halt schön... Ich glaube, das ist eine Mod, dass da halt schön gemoddet wurde, einmal mehr. So, links weg. Wir haben mit der Industrie nichts am Hut. Wir sind Hippies. Wir würden gerne Gitarre spielen und so weiter. Ja. Gibt es eigentlich noch Hippies? Ja, wahrscheinlich schon. Das ist ja eher so ein 68er-Jahre-Phänomen. Vor allem gerade das 68, ja, ich kenne die Jahreszahl. Die kenne ich tatsächlich. Schon lustig. So, da vorne haben wir Birkenstöcke. Sieht jetzt auch nicht so aus, wie ich mir jetzt Birkenstöcke vorstellen würde, wenn ich noch nie da war. Und dann mit dem Hippie-Bus komme. Oh, cool. Aber eben, ja, mein Gott, das ist halt auch ein Städtchen, das ist halt gewachsen. Vielleicht im Zentrum drin noch ein bisschen Birkenstöcke. Das werden die Hippies rausfinden, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Oh, aber hier gleich nochmal eine Dampflok. Da ist halt schon der Sound einfach schon cool. Wie die hier durchschnaubt. Und die haben mit Sicherheit immer noch einen Bahnübergang, nehme ich an. Wenn wir jetzt nach da hinten wollen, das machen wir auch noch kurz. Und dann würde ich sagen... Machen wir, ja, eine Regionorma. Und dann werde ich aber tatsächlich, ich werde mir überlegen, ob ich, ihr seht es ja dann, ob ich nicht tatsächlich wirklich schon mit der neuen Staffel anfange. Weil irgendwie, oh, hier haben wir wieder so einen Killerhugel, da wird sich der Arni wieder freuen. Schon cool, wie die Städte wachsen. Das ist, fasziniert mich immer wieder, wie cool das gemacht ist. Und die Bahnübergänge haben wir tatsächlich auch, hier huckelt sogar mal nicht. Aha, der städtische Bus. Ja, da noch so ein Sprinter-Kollege. Und jetzt geht's halt hier in Richtung Bahnhof. Das ist eh cool. Dann sehen wir dort hoffentlich nochmal ein, zwei Züge. Weil das andere würde mich tatsächlich enttäuschen. Halt, da kreuzt noch jemand. Jawohl, durchlassen. Genau, Vortritt für die Fußgänger. Das gibt's ja auch noch nicht irgendwie seit Ewigkeiten, dass die Fußgänger Vortritt haben. Ich kann mich erinnern als Kind,
Da hatten die Autos Vortritt, egal ob da ein Fußgängerstreifen ist oder nicht. Wir haben uns den Bären gewartet sozusagen, wenn wir in die Badeanstalt gegangen sind, weil wir da jedes Mal über so einen Bahnübergang mussten und da sind immer Züge gekommen. Wenn du unbedingt in die Badeanstalt wolltest, Züge ohne Ende. Ich mochte Züge damals schon, aber irgendwie habe ich dann irgendwann doch mal genug gehabt, wenn ich in die Badeanstalt möchte. Train Station, 10 nach 3, perfekt, stimmt, Uhrzeit korrekt. Ja, und auch hier ordentlich Leute. Hier müsste man theoretisch überall nachrüsten, was die Busse angeht, was die Züge angeht. Aber eben, das ist so eine Sache, wenn es dann eben die ganze Zeit abkachelt. Nicht hier, auf der anderen Seite. Aber immer müssen die Züge ja hinfahren, wir können ja nicht nur die eine Seite der Map bedienen. Gut, wir gehen mal raus. Zustand sehr schlecht. Okay, können wir da schnell gucken. Fahrzeug verwalten. Gerne alle. 600 Fahrzeuge. Okay. Wie sieht's denn hier aus? Gehen wir mal zurück. Machen das nochmal so. Okay. Müsste eigentlich bereits geholfen haben. So, Thema Hippie-Busse haben wir jetzt da noch reingekriegt. Ich würde sagen, lass mich mal gucken. Ich möchte mindestens noch eine Zuglinie machen. Und dann... Ja, ihr merkt es wahrscheinlich. Ich möchte tatsächlich jetzt mit einer neuen Staffel anfangen. Weil das ist mühsam, wenn wir uns nur hier bewegen können. Wir könnten testweise mal darüber, aber bringt ja nichts. Wenn es dann wieder abstürzt, stürzt es wieder ab. Das ist ganz klar. So, aber vielleicht doch noch ein Special machen? Das könnte natürlich auch sein. Einfach die andere Stadt ausklammern. Oder dann halt einen Schnitt machen, wenn es abkachelt. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Gut, wir haben hier mit Sicherheit eh schon überall Regios. Von wo nach wo? Ich gucke mal auf die Uhr. Ja doch, wir müssen halt irgendwie eine kurze Verbindung machen. Weil ich hätte da schon, zumindest dass wir den Metronom noch kurz hier raufsetzen. Wir haben von hier nach da wahrscheinlich eine Linie. Das wäre aber eine schöne Strecke. Hier haben wir die Auge. Das ist der Lebensmittelzubringer. Aha. Aber wir haben doch von, wo sind wir denn hier? Das ist das Städtchen Murksbach, da waren wir schon länger nicht mehr. Nach Tunzenhausen, da haben wir doch eine Verbindung. Oder haben wir da echt keine? Moment, ich gucke mal beim Bahnhof. Das kann ich jetzt fast nicht glauben. Murksbach, LKW Getreide. So, da bin ich wieder. Und ja, vielleicht hört ihr es sogar. Ich habe ein paar Änderungen gemacht. Ich war jetzt eine halbe Stunde am Rumbasteln. Es ist möglich, dass das gar nicht am Spiel liegt, dass das abstürzt. Ja, klingt komisch, ist aber so. Weil jetzt war es hier der eine Bahnhof, also das kann doch ja nicht sein, der Bahnhof ist ja okay. Mir ist dann aber aufgefallen, dass tatsächlich auch der Homebrowser abgestürzt ist. Und meine Tastatur hat auch nicht mehr funktioniert. Jetzt habe ich das mal alles ausgetauscht. Und was ich jetzt eben mache, ist, ich nehme direkt via OBS den Ton auf. So wie wenn ich streamen würde. Deswegen klingt das auch anders. Ich weiß jetzt nicht, ob das nicht vielleicht sogar besser klingt oder weniger gut. Mir geht es primär jetzt mal darum, zu sehen, ob nicht vielleicht das Ganze eben doch läuft. Weil dann brauchen wir keine neue Staffel. Dann machen wir hier weiter. Dann nehme ich eben anders auf. Weil sonst nehme ich eben mit Audacity auf, separate Aufnahme, wo ich dann den Ton nochmal ein bisschen bearbeite, also die Stimme. Aber tja, wenn es daran liegt, dass irgendwie dann Chrome abstürzt oder eben, oder plus, tatsächlich irgendwie der Rest auch noch, die Tastatur und so weiter, dann kann natürlich das der Grund sein. Ich würde jetzt aber mal sagen, wir machen jetzt mal das, was wir wollten. Wobei, mir fällt gerade auf, guck mal, hier hinten geht eigentlich keine Schiene raus. Wo würde uns das denn hinführen? Nach Tunzenhausen. Ja, wir haben eine Verbindung nach Tunzenhausen. Aber habe ich jetzt nicht vorher irgendwo eine Stadt gesehen, wo ich noch gesagt habe, da haben wir keine Verbindung? War das nicht hier? Doch, das war doch in Murksbach. Ach so, Moment, hier hinten geht doch... Nee, Herr Eisenberg. Genau, das ist hier... Das ist die Cargolinie, die hier lang düst. Ja, wir haben hier keine Verbindung. Oder vielleicht irgendwo außen rum. Ja, hier, genau. Jetzt weiß ich es wieder, als wir das gebaut haben. Haben wir die Strecke mitbenutzt, machen hier die Kurve. Hier unten und düsen dann so hier hin. Gut, jetzt machen wir das anders. Jetzt bauen wir eine Metronomstrecke. Und ich bin jetzt echt massiv gespannt, ob das Spiel nicht abstürzt. Weil wenn natürlich sogar der Browser abstürzt, also dann ist irgendwo was anderes. Und das kann natürlich schon sein, dass irgendwelche Probleme beim Ton, beim Audio... Ja, dann halt zum Absturz führen. Also das ist eigentlich tatsächlich nichts in dem Sinne Ungewöhnliches. Gut, ich mache jetzt hier mal. Und gucke, was dabei rauskommt. Also wir düsen in die Richtung. Und dann haben wir die Strecke einfach zusätzlich. Also ich sage nochmal, wenn ich jetzt natürlich tatsächlich sehe, dass das eigentlich jetzt läuft, dann möchte ich auch keine neue Staffel anfangen.
Weil das war, das wäre wirklich nur aus der Not heraus. Ganz klar. Gut. Ja, 4 Gebäude werden entfernt. Ach, okay, dann... Ja, wir gehen doch in den Tunnel rein hier. Nee, gehen wir da nicht. Dann düsen wir hier durch die Stadt doch. Aber guck mal, was da mit der Straße passiert. Nee, das kann ich nicht machen. Dann erschießt mich der Arnie. Weil er mag die Straße nicht. Und ich mag sie tatsächlich auch nicht. Gut, müssen wir anders machen. Nein, nicht rauf, sondern gehen nochmal runter. Dann machen wir hier Kollege Tunnel. Und gehen hier so schrittweise mal ein bisschen höher, um zu gucken, bis wohin wir kommen. Ja, das war eins zu viel. So, passt. Nehmen wir. Zweites Gleis ebenso. Und dann haben wir hier dann auch Kollege Metronom auch noch drauf. Guck mal, jetzt kann ich das plötzlich ohne Probleme machen. Da hat man doch auch immer Probleme. Dass wenn ich irgendwie hier so ein Haus berührt habe, dann war es irgendwann weg. Gut, aber funktioniert trotzdem nicht. Aha. Warum dies, warum das? Das eine Gleis hat ja funktioniert. Wir sind unter der Erde. Dann muss das doch eigentlich auch klappen. War das mal schrittweise. Schrittweise ist meistens eine gute Lösung. So, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es mit dem Audio, also meiner Stimme, nicht fast sogar besser ist. Ich weiß nicht. Ich werde mir das nachher natürlich auch noch anhören. Das ist ganz klar. So, jetzt möchte ich aber, wenn es irgendwie geht, hier raus. Ja, schön noch ein bisschen mit Fels. Dann könnten wir dort eigentlich sogar ins Gleis reingehen, wenn wir es doch schon haben. Da ist ja nur ein einziger Güterzug unterwegs. Also das wäre machbar. Ich habe jetzt die Portale mal gelassen, wie wir sie haben. Weil ich muss sagen, ich finde die Vanilla-Portale tatsächlich auch relativ schön. Von daher, also mal hier lang düsen. Aha, da hätten wir hier schon wieder ein bisschen Höhe. Machen wir das mal so. Ein bisschen Höhe kann nicht schaden, weil ich glaube, da vorne liegen die Gleise dann doch auch noch ein bisschen höher. Da ist ganz ungewohnt hier aufzunehmen, wenn man Outer City nicht daneben läuft, weil ich mache das seit Jahren immer gleich. So, das machen wir nicht so, sondern dann kommen wir, wenn, dann von hier her und ja, kommen da auch rein. Wir schütten. Jawohl, gefällt mir. Wobei, das ist, glaube ich, das falsche Gleis. Das wäre ja das linke. Nee, nee, das ist das richtige. Das können wir tatsächlich nehmen. Schön, dann freue ich mich, wenn wir nachher den Metronom noch sehen. Und wenn wir jetzt wirklich spielen, beziehungsweise ich spiele, und da passiert nichts in Sachen Absturz. Ja, dann glaube ich tatsächlich, dann liegt es an der Audioaufnahme, dass da irgendwas nicht funktioniert hat. Dann wäre es umso besser, weil dann hat mein geliebtes Transportfieber ja da noch Zukunft hier mit dieser Map. So, bin ich jetzt irgendwie, sag mal, nee, nee, das ist eben, nee, so wollte ich es eben genau nicht. Das ist hässlich, das wollen wir nicht. Weil vielleicht spielen wir die Map ja dann doch noch ein paar zig Folgen weiter. So, wir fädeln so aus. Wenn wir so fädeln, dann haben wir auch eine vernünftige Weiche. Müsste jetzt auch das richtige Ding sein. Hier wird mitgefädelt, als gäbe es kein Morgen mehr. Jawohl, jetzt passt. Den hier aktivieren, damit das doppelgleisig ist, zweigleisig. Dann düsen wir hier lang, hier rauf. Und das führt uns dann in den Bahnhof rein. Guck mal, hier haben wir noch ein Gleis. Ne, das ist, welches ist hier der Güterbahnhof? Du bist der Güterbahnhof, du bist der Personenbahnhof. Haben wir da ein Gleis frei? Oh... Ja, können wir trotzdem... Ach ne, guck mal. Wir können eigentlich Folgendes machen. Die Linie hier, wir schicken die mal noch eins rüber. Die schwarze, die müsste in die... Moment, nicht hier. Falsch, machen wir es beim Bahnhof. Eigentlich besser. War ich nicht eh beim Bahnhof, ist egal. Wir schicken dich in die 2 rein. Ne, da ist auch schon einer. Ist hier schon einer? Lass mich mal schnell gucken nochmal. Ja, laden wir mal nochmal die Linie. Das ist doch nicht die 2. Sagen Sie mal. Terminals. Aha. Fährt der durch? Habe ich jetzt was komplett verdattelt? Ich hoffe nicht. Warum sehe ich denn jetzt hier diese schwarze nicht mehr? Oder ist das ein... Ach, das mittlere ist natürlich ein Durchfahrtsgleis. Das geht gar nicht. Ja gut, aber das ändert nichts daran, dass ich jetzt eigentlich die Linie wieder zurückholen würde. Warum wird die hier nicht angezeigt? Ich versuche es mal nochmal mit Neuladen. Terminals. Hey, wo war ich denn? War ich jetzt vorher falsch? Sagen Sie mal. Manchmal stürzt nicht nur das Spiel ab, manchmal stürzt irgendwie mein Gedächtnisapparat ab. Was ist denn los? Also, die hier, die wollen wir dann hier drin. Ne, in der 1 wollen wir dich drin, genau. Weil, wie gesagt, das mittlere Teil ist ein Durchfahrtsgleis. Das können wir in dem Sinn gar nicht nutzen. Kontrolliere nochmal ganz kurz das Ganze. Ja, dann nehmen wir das andere. Das können wir ja auch machen. Das ist ja kein Ding. Also, schnappen wir uns ein Gleis. Ziehen das raus. Und jetzt muss ich nochmal schnell gucken, von wo kommen wir? Von hier hinten. Hier mit der Brücke geht es hier runter. Oh, da müssen wir aber noch gucken, dass wir hier reinkommen. So vielleicht. Ah, das geht nicht. Okay, früher.
Das sind wir hier. Oder wir gehen hier halt anders raus. Da müssen wir dort nochmal kreuzen. Das wäre aber auch eine Möglichkeit. Das können wir tatsächlich machen. Oder halt eben von hier. Nee, da kommen wir da nicht rein. Da ist sozusagen der Bahnhof zu weit vorne, so wie es aussieht. Da hier? Doch, aber guck mal, so geht's. Dann bräuchten wir hier aber nochmal irgendwie eine Weiche, damit wir da rüberkommen. Ja, wird das mal so machen. Ist das das richtige Gleis? Ja, wir haben kein anderes. Das andere ist das Durchfahrtsgleis. Das würde also passen. Gut, jetzt müssen wir aber hier noch kurz eine Möglichkeit schaffen. Haben wir da Signale? Eigentlich müsste es hier Signale haben. Das hier ist nicht von unserer Linie, glaube ich. Ja, das geht sogar. Gleich mal Signal setzen. Rechts. Wäre dann hier. Dann haben wir dort das andere. Und hier haben wir einen Block. Das kann man so machen. Okay, gut. Nochmal schnell schauen. Doppelkreuzung und so weiter. Muss aktiviert sein. Jawohl. Hier wird es dann eingleisig. Also hier geht der Zug halt drüber dann. Würde eigentlich schon passen. Ich denke, wir können die Linie machen. Ich bin mittlerweile fast sicher, das liegt tatsächlich nicht am Spiel, dass das jetzt die ganze Zeit abgenippelt ist. Irgendwas habe ich da mit Audio. Aber das soll nicht euer Problem sein. Wie gesagt, also wenn das so weiterläuft, wenn das so läuft, dann läuft. Jetzt sehe ich aber gerade, dass das hier natürlich auch nicht ideal ist mit der Gleisbelegung. Und vor allem mit dem Portal hier ist auch eher Mumpitz. Was ist das denn? Gleis. Irgendwie das dockt nicht mehr vernünftig an. Das ist auch sowas Interessantes. Das jetzt mitnehme, hier rein. Dann haben wir dort kein Portal. Das sagen sie mal. Ich möchte hier ein Portal haben, Jungs. Ein doppeltes. Ja, jetzt hat es funktioniert. Da rein. Und jetzt geht es wahrscheinlich hier vorne nicht mehr rein. Doch, geht's. Gut, aber eben. Ist nicht, was wir wollen. Wir wollen hier eins rüber. Das ist wieder die Krümmung zu groß. Komme ich da rein? Da komme ich rein. Okay, dann können wir das hier anders lösen. Jetzt brauchen wir hier drin aber noch eine Weiche. Sonst wird das auch nicht funktionieren. Müsste eigentlich gehen, ohne große Probleme. Ja, einmal so. Einmal in eine andere Richtung. Jawohl, und nochmal ein Signal. Das wäre dann, sagen wir, vor der Weiche hier. Und den Rest haben wir noch gar nicht gemacht. Ja, ganz klar. Gut, hier wieder aktivieren. Ansonsten gibt es nichts zu aktivieren. Schauen wir schnell, was unsere neue Linie macht. Immer noch das Falsche. Wir hätten dich gerne in der 4 hätten wir, glaube ich, Ruhe. Machen wir dich mal da rein. Ja, okay, dann passt das. Sehr gut. Das ist aber nicht Linie 1, sondern das ist die Regio. Ist es die 30? Tunzenhausen. Jetzt kann man halt in beide Richtungen fahren. Mach das mal. Wir können es korrigieren, wenn es falsch ist. Regio. Auge weg. Sonst sind natürlich nur die Sachen da, die wir sehen. Na, was ist das denn jetzt hier? Okay, nochmal versuchen. Alle Linien, jawohl. Und dann Regio. Da haben wir sie doch. 29, jawohl. Ist die 30 hier, man sieht. Das passt. Wir brauchen ein Depot. Ne, wir brauchen Signale. Zuerst brauchen wir noch Signale, bevor wir irgendwelche Depots machen. So, einmal jetzt muss ich gucken, dass das auch stimmt hier, was ich mache. In die Richtung bräuchte ich das Signal. Ne, Moment. In die Richtung fahren wir. Ist das... links. Ne, das ist natürlich Käse. Das brauche ich hier. Mal gucken. Jawohl, hier das Signal. Dann feierlich erste Blöcke. Einmal so. Einmal so. Und hier vorne geht's rein. Sprich, einmal so. Einmal so. Hier ein Signal und da haben wir den Block, das passt. Dann brauchen wir hier noch ein Signal. Und dann hätten wir dann irgendwann wieder einen Block. Ja, das würde soweit also passen. Das habe ich aktiviert, jawohl. Gut, ansonsten die Signale hätten wir. Vielleicht beim Bahnhof nochmal kurz gucken. Ach, wie das plötzlich irgendwie, also das droht gar nicht mehr abzustürzen. Hier hat sich bei mir, glaube ich, tatsächlich einfach Outer City aufgehängt. Und dadurch wurde der Rom irgendwie zum Absturz gebracht. Oder der Rom ist, hat sich aufgehängt wegen... Ist ja auch egal, wenn es läuft, läuft. Dann bin ich ja froh. Da muss ich nicht mehr sagen, wir machen eine neue Staffel. Das hat dann wirklich absolut seine Richtigkeit. Haben wir hier das Ganze zweigleisig? Ja. Ja, das passt definitiv. Gut, wir brauchen ein Zugdepot. Haben wir hier keins? Doch, guck mal hier hinten. Ne, das ist ein Tunnel. Hätte ja sein können. Wir machen hier noch ein Depot hin und schicken uns sozusagen gleich mal in die richtige Richtung, würde ich vorschlagen.
Depot. Oh, jetzt geht's mir echt wieder besser. Weil mich ärgert sowas immer, wenn ich dann eine Staffel beenden muss, obwohl ich das gar nicht möchte. Das ist einfach Käse. Und jetzt sieht es tatsächlich so aus, als würde das doch noch gehen. Weil wir haben noch viel zu tun. Also so ist es nicht. Ist jetzt nicht, dass ich irgendwie unbedingt hätte, habe ich auch schon gesagt, eine neue Staffel machen wollen. Nee. Geht darum, wenn es dann halt nicht mehr geht, geht's nicht. Wenn es jetzt nicht am Spiel liegt, hurra. Aber dann müsst ihr euch halt an diese Audioqualität gewöhnen, die wir jetzt hier gerade haben. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Das wird dann eine Käse-Dingens. Machen wir wieder weg. So, nee, eigentlich bei den Streams geht's ja auch. Also deswegen hoffe ich eigentlich schon, dass wir ein bisschen weiter hinten machen. Dass das so auch funktioniert. Einfach eben Audio direkt halt aufnehmen. Da, zack. Hier würde ich zu einer Weiche raten. Und hier brauche ich nur dann noch einmal kurz. Geht das? Nein, wahrscheinlich nicht. Ne, geht tatsächlich nicht. Ja, dann machen wir Oldschool-Variante. Und zwar so. Perfekt. So, aber passt. Die Signale sind jetzt natürlich falsch. Die werde ich nochmal ganz kurz korrigieren. Da gehört das Signal jetzt. Ne, ach, ist eigentlich nur die Depot-Einfahrt. Das ist eigentlich egal. Ne, das passt. Aber haben wir nicht. Ja, das ist nur ein Darstellungsding. Das haben wir jetzt. Ach, das. Oh. Eieiei. Okay, das ist auch ein Darstellungsding. Nee, das ist. Oh Gott, was ist das denn? Nein, liebes Spiel. Nein, man macht doch nicht so Sachen. Macht doch einfach einen Tunnel hier. Vorher ging es da auch. Jetzt möchte das Spiel hier keinen Tunnel mehr haben, sag mal. So, versuchen wir es nochmal. Versuchen wir es nochmal im Guten. Nein, ich würde dem Spiel nie was antun. Ich liebe es. So, also das Portal müsste doch so stimmen. So haben wir zwei Portale. Und so haben wir das Ganze verbunden. Ja, jetzt stimmt's wieder. Aber eben, jetzt habe ich natürlich. Ach so, da war natürlich die Weiche, deswegen. Sonst machen wir das halt eingleisig. Was haben wir denn hier noch? Ähä. Warum haben wir jetzt hier irgendwie ein Problem? Linder Werkzeug. Rede ich mal. Ich habe doch hier gebastelt. Dann kann doch nicht da hinten ein Problem entstehen. Ein Problem, das wir bis jetzt nicht hatten, vor allem. Ja, wir machen das eingleisig hier rein. Das heißt, wir setzen hier nochmal ein Signal. Tatsächlich nochmal ein Fehler. Und zwar hier. Und das andere. Ja, da haben wir einen Block. Das muss ich auch nochmal kurz korrigieren. Du musst weg. Wo ist mein Bagger? Du musst weg. Dich können wir lassen, das passt. Gut, würde funktionieren. Dann könnten wir eigentlich den Zug kaufen, aber jetzt haben wir hier noch ein Problem. Ich würde sagen, das lassen wir noch kurz, das Problem. Weil ich möchte jetzt tatsächlich noch dazu übergehen, den Metronom hier auf die Strecke zu schicken. Kann es sein, dass ich bei OBS gar nicht sehe, wie lange die Aufnahme dauert? Na, Halleluja, das ist ja auch nicht schlecht. Okay, ja gut, dann gibt es halt nochmal eine längere Folge, das ist uns ja egal. Also, ich mache mal einmal eine Sicherheitsspeicherung, weil wir kaufen den Metronom. Der hat zwar immer funktioniert, aber die Map hat vorher auch immer funktioniert und dann plötzlich nicht mehr. Aber ist natürlich cool, wenn ich tatsächlich rausfinde, oder wenn es wirklich tatsächlich so ist, dass das Spiel nicht abgestürzt ist wegen dem Spiel oder wegen dem Mod, sondern wegen irgendwas beim Audio. Das ist natürlich schon sehr nett. So, finden wir den Metronom. Le Metro. Nöm, da haben wir doch. Jawohl, sehr schön, die Lokomotive. Nicht fake außer Betrieb. Sondern die hier. Zack. Und hier unten haben wir die Wagen. Das wäre dann mal erste, zweite Klasse. Dann haben wir hier die zweite. Und dann haben wir hier noch mit einem Spackautomat. Was zum Geist ein Spackautomat? Ich hätte gerne nochmal eine zweite Klasse. 126 Meter. 153. Und jetzt noch einen Steuerwagen hinmachen. Jetzt habe ich ihn gekauft, statt zusammengebastelt. Moment, falscher Knopf, weil ich schon wieder gedanklich eins weiter war. Den noch dazu. Dann haben wir 180. Würde ich so machen, dafür würde ich bei einem Zug bleiben. Kaufen wir, setzen dich auf die Linie. Das wäre die 30, genau, Tunzenhausen. So, sehr schön. Hast du Textur? Jawohl. Hm. Ja, der, da muss man sich drüber diskutieren. Ganz klar, der hat natürlich auch gefehlt auf der Anlage. Metronom gehört hier dazu. Und der Railjet fehlt noch in der Originallackierung. Das werden wir auch angehen. Und ich bin jetzt tatsächlich guter Dinge, dass wir die Map doch weiterspielen können. Ich muss es halt tatsächlich mit dem Audio halt einfach so machen, wie wir es jetzt haben. Aber das ist ja auch kein Drama. So, wir werden einsteigen und natürlich mitfahren. Das ist ganz klar. Tunzenhausen steht da schon. Sieht das hier aus?
Ja, das hat doch was. Ich würde vielleicht sogar so mitfahren mal wieder. Das haben wir schon länger nicht gemacht, weil hier ist tatsächlich der Führerstand relativ schön gemacht, wie man gerade gesehen hat. Ja gut, dann machen wir das. Aber ich möchte den ganzen Zug natürlich noch mal sehen. Das ist auch klar. Nicht nur den Führerstand. Schön. Kann es auch sein, dass das besser läuft wie vorher? Also flüssiger? Gut, wir sind im Tunnel drin. Hier ist natürlich nicht viel. Wir werden es merken, wenn wir da rauskommen. Ja, das ist natürlich schon, wenn Audio rumspackt. Das ist natürlich schon so. Das kann natürlich das Ganze wirklich auch ausbremsen. Ne, also wir haben durchgehend 60 Frames. Halleluja. Hatten wir vorher teilweise auch, ganz klar. Aber nicht gerade mitten in der Stadt drin. Cool. Ja, also, let's hop in. Da stehen viele Leute, die stehen aber noch nicht für uns da. Das ist eine andere Linie. Mal ein bisschen rüber. Ja, so, das, ne, ein bisschen zurück. Das ist doch nett. Da sehen wir ein bisschen was von der Strecke. Und wir sehen, oder wir haben zumindest so ein... Was war das? Ach, jetzt sind wir hinten. Der Steuerwagen fährt. Okay, der Steuerwagen fährt. So, da hatten wir, glaube ich, noch mal einen kleinen Ausfall. Entschuldigung, das weiß ich auch nicht, was das war. Ich hatte kurz ein schwarzes Bild. Das kommt in den besten Spielen mal vor. Solange das gleich wieder da ist und ich abschütze, ist mir das tatsächlich egal. Aber der, nein. Also der Steuerwagen, muss ich sagen, der gefällt mir dann von der Optik her doch nicht. Setzen wir uns halt doch aufs Dach. Wenn der Zug das nicht anders will, machen wir es halt so. Ich meine, hier sehen wir mehr von der Landschaft. Also das passt doch eigentlich auch. Da. Was dieses schwarze Bild jetzt kurz war, weiß ich auch nicht. Das hatte ich aber auch schon lange nicht mehr. Ich hatte es aber schon mal, weiß ich. Weiß auch nicht, vielleicht holt das Spiel dann einfach ein bisschen Luft. Ich bin jetzt natürlich ein gebranntes Kind dahingehend. Sobald hier irgendwas so ist, wie es nicht sein sollte, gleich irgendwie Herzpumpenalarm. Dahingehend nöne ich schon wieder. Das muss jetzt echt nicht sein. So, wir können fahren. Hier ist ja tatsächlich eben noch ein Dingens drauf. Nee, Güterzug. Aber der ist weit und breit nicht zu sehen. Wahrscheinlich haben wir auch da eben eher sparsam das Ganze gemacht. Dass wir nicht gleich 20 Güterzüge auf die Schiene setzen. Ja, ist nirgends. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Aber schön wäre natürlich, wenn wir mit dem noch kreuzen. Oh, da ist gerade der Hybrid durch. Da noch mal kurz gucken, wie er schlängelt. Ja, schönes Bild. Der hat schon gefehlt. Also da habt ihr absolut recht. Der gehört auf die Anlage. Eben zum Beispiel der Railjet definitiv auch. Und das werden wir demnächst angehen. Weil ich glaube, wir haben das Problem gefunden. Oder ich. Ich denke, wir können die Map problemlos weiterspielen. Ich muss einfach, wie gesagt, halt das Ganze anders aufnehmen. Aber das ist mir dann tatsächlich egal. Solange ich meine Map weiterspielen kann, das ist absolut okay. Sag mal, hast du 63 km drauf? Du bist da eigentlich schneller, Kollege. Oder nicht? Ja, jetzt wird er langsam schneller. 70, okay. Also übertreiben musst du auch nicht. Aber 69 oder 68 ist eines Metronoms nicht würdig, würde ich mal behaupten. So, und ich bin wirklich gespannt, wenn ich nachher kurz reinhöre, wie jetzt Kollege Audio klingt. Halt wie wenn wir einen Transportführer 2 Stream hätten. Also da ist gar kein Unterschied. Außer, dass ich da natürlich die Cam da noch drin habe. Und das wurde oft gefragt, wann es die wieder gibt. Die gibt es demnächst wieder. Braucht da keine Angst haben. Ich bin jetzt so sachte wieder am Anziehen, was die Streams angeht. Auf Twitch, falls ihr das noch nicht wisst. Nicht auf YouTube. Die Streams sind auf Twitch und die Videos kommen dann auf YouTube von den Streams 24 Stunden danach. Weil da gibt es ein Embargo von Twitch. So, wir laufen ein in die Stadt und ich bin tatsächlich zuversichtlich, dass hier gar nichts mehr abstürzt, sondern dass wir hier mit unserem Metronom auch ohne Probleme in die Stadt reinkommen. Einer steht da noch. Na gut, mir sagt irgendwie meine innere Uhr, dass wir eh schon wieder völlig über die Zeit sind. Wisst ihr was, liebe Freunde, wir machen das so. Wir lassen die jetzt hier mal fahren, die Ludmilla und Co. und werden morgen hier wieder einsteigen. Beim Metronom und fahren die Strecke zu Ende und dann gucken wir, dass wir wirklich möglichst schnell auch eine Railjet-Strecke machen können. Danke euch fürs Zusehen, hoffe, hat euch ein bisschen Spaß gemacht und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Hurra, es läuft wieder, so wie es aussieht. Danke fürs Zusehen, bis dann. Tschüss.